Willkommen zurück, Freunde. Da bin ich wieder. Und ob man es glaubt oder nicht, ich habe es gefunden. Es hat mich ungefähr eine Stunde jetzt gekostet. Alles klar, ne? Also, easy snack. Ich sag mal so. Ich weiß nicht, wo es das Zeug jetzt überall hingeflackt hat hier. Aber ich habe zumindest gesehen, dass die Axolotl-Eimer wieder da sind. Das ist jetzt eigentlich fast das Wichtigste. Das und die Diamanten und wenigstens ein paar XP-chen noch zu retten hier. Das ist mal Schadensbegrenzung vom Allerfeinsten. Mehr geht nicht. Erstmal wieder einkleiden hier. Haben wir zufällig noch mehr. Das haut ja dann immer wieder gleich in alle Himmelsrichtungen breit hier, das ganze Zeug. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich noch einmal dem Tode geweiht bin. Hier fehlen noch ein paar Sachen. Das Inventar ist noch nicht ganz voll. Liegt hier unten jetzt etwa auch noch was da? Unten tatsächlich, ja. Hier unten liegt noch jede Menge Mist rum. Okay, jetzt ist das Inventar erstmal wieder voll, wenn auch durcheinander. Ich habe die Axolotl-Eimer wieder. Ich habe meine 7 Diamanten wieder. Ich habe Erfahrungslevel 7 wieder. Hatten wir die Lore schon gefunden? Ja, hatten wir schon. Da hatten wir sogar die Azalee wieder reingelegt. Ich kann es nicht ändern. Es ist also jetzt, dass das passiert ist. Alter, es ist zum Kotzen. Weißt du, aber einfach, weil ich heute schon so viel Scheiß durchgemacht habe und überhaupt und aber eigentlich auch total happy gerade bin, dass wir sowas gefunden haben und diese Möglichkeit überhaupt hatten jetzt und das alles zusammen. Und ich eigentlich auch weiß, und ich habe Urlaub und die Welt könnte eigentlich total schön sein. Dies und das. Hier hatten wir die Diamanten rausgeholt. Es ist eigentlich alles mega. Und ich habe mir jetzt gedacht, scheiß doch auf das Erfahrungslevel. Es hat ja auch nur 300 Folgen gedauert, bis wir uns das wieder erspielt hatten. Ich wollte einfach, das Schlimmste dieser Kraus ganz einfach, zu wissen, diese Stelle findest du nie mehr wieder. Die hat es gerade ganz schlimm gemacht. Aber ich habe sie wieder gefunden. Ich habe sie wieder gefunden und es ist alles gut. Ja, also es ist alles gut und ich habe, guck mal, da jetzt zufällig sogar noch Diamant gesehen, weil ich gerade vor lauter Irrsinn hier und diesem ganzen Hin und Her gerenne schon wieder ein bisschen vergessen hatte, wo ich überhaupt hergekommen bin. Ich grab mich jetzt einfach irgendwo nach oben. Ich habe bloß gerade die günstigste Stelle gesucht, weil hier eben auch noch Gold und Spornblüten und sowas, ja, alles gut und schön. Ist mir jetzt einfach nur, das geht mir am Arsch vorbei. Wie die Wanderröte, ey. Also es ist wirklich, wirklich tragisch. Also wirklich richtig, richtig tragisch. Ich habe mit sowas beim besten Willen nicht gerechnet. Ich war aber auch einfach wieder zu übermütig. Das ist das ganze Problem. Ich krieg mich dann nicht unter Kontrolle. Da freue ich mich und da jauchze und jubel und blub. Weißt du? Und dann kackst du da ab und bist tot und denkst dir so, und jetzt? Du denkst dir nichts weiter als, und jetzt? Und dieser Punkt ganz einfach, das, boah, war das gerade scheiße für mich. Das war gerade so scheiße für mich alles. Ist egal, jetzt kommen wir, sind auf Höhe minus 24, es geht jetzt nach oben. Irgendwie wird es schon nach oben gehen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oh, können wir hier Redstone abtragen, wie wir wollen. Es bringt uns nichts, weil wir es eh nicht mehr mitnehmen können, aber wir können XP-chen sammeln. Das ist jetzt alles. Gott, ey. Wie man das noch so verschmerzen kann gerade. Ich glaube, beim letzten Mal war ich viel mehr traumatisiert.
Und da habe ich aber auch eine ganze Weile gesucht, um das wiederzufinden. Ich wollte es aber jetzt einfach euch nicht antun. Ich wollte es euch einfach nicht antun. Und es gab ja schon immer wieder mal so ein bisschen Instruktionen. So kannst du nicht die Folgen einfach mal schneiden und bloß die Highlights reinmachen. Nein, werde ich nicht. Aber jetzt einfach nochmal diesen Weg und diese stundenlange Suche, weißt du, nachdem ich das ja jetzt nur schon dreimal gemacht habe. Beim ersten Mal hat es das nicht aufgenommen, beim zweiten Mal wart ihr dabei und jetzt hätte ich das nochmal mal, also ich musste es ja nochmal machen. Nee, wollte ich jetzt euch eigentlich nicht mehr zumuten. Ja, es hat knapp 50 Minuten gedauert. Ich habe aber auch nicht mehr damit gerechnet. Ich habe nebenbei die Folgen laufen lassen, wo ich lang gegangen bin, die ich gerade vorhin aufgenommen habe und bin parallel dazu den gleichen Weg nochmal gelaufen. Nur so habe ich es jetzt gefunden. Ich hätte es selber wahrscheinlich nicht mehr wieder gefunden, weil wir haben uns ja dreimal im Kreis gedreht, sind 10.000 Mal abgebogen, sind da lang, sind dort lang. Also es wäre einfach ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Das hätten wir im Normalfall einfach nicht gefunden. Fertig. Das hätten wir einfach nie mehr wieder gefunden. Wie gesagt, die Entschädigung jetzt. Ich habe meine Axolotl, das Erfahrungslevel ist dahin, scheiß drauf. Wir haben trotzdem jede Menge geilen Scheiß, den ich ja nur unbedingt trotzdem mitnehmen wollte. Okay, ich habe Knochenmehl, obwohl ich das vorhin rausgeschmissen habe. Ich glaube, ich habe nicht 1:1 die Sachen wieder aufgesammelt, die ich verloren habe. Aber hey, das ist alles nur ein ganz, ganz schwaches Trostpflaster gerade. Aber ich hab die Axolotl-Eimer. Das war das, worum ich mir jetzt hier unten gerade am meisten Gedanken gemacht hatte, noch zum Schluss. Ich habe hier ist gerade Lehm, also ich meine... Komme ich jetzt hier nochmal in die üppige Höhle oder ist das einfach nur Lehm? Einfach nur random Lehm. Ich weiß es nicht, ich will es nicht wissen. Es wäre zu schön, wenn wir jetzt wirklich von ganz unten nach ganz oben kämen, ohne dass mal irgendwie Wasser, Lava, Schluchten oder sonst irgendwas hier noch dazwischen kommt. Das wäre ja jetzt wohl das Mindeste, was ich von dem Spiel erwarten dürfte. Nee, ich habe hier auf jeden Fall ganz viel Scheiß aufgenommen, den ich, glaube ich, eigentlich mich schon entledigt davon hatte, aber naja, ist egal. Hauptsache, die drei Axolotl sind dabei. Wie hoch sind wir denn? 34? Ah, es ist noch ein bisschen Weg. Okay. Kies ist jetzt nicht so das Geilste, muss ich gestehen. Naja. Können wir auch noch damit leben, glaube ich, gerade so. Können wir, glaube ich, gerade noch so verschmerzen. Die Spitzhacke wird bis oben nicht überleben, aber wir müssen ja eh noch eins raushauen, dann, damit ich mit dem Boot wieder zurückfahren kann. Nee, aber ihr könnt... Also, ich meine, klar, an der Reaktion zu ahnen. Ich glaube, 2 Minuten war ich still. Dieser Schockmoment, diese Realisierung, du hast gerade wieder alles verloren. Der war gerade so immens. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, außer jetzt das Headset wegzuhängen und, keine Ahnung, vom Balkon zu springen oder so. Das war ein Punkt, wo ich kurz davor stand, jetzt zu sagen, stopp. Kein Minecraft mehr. Und dann fiel mir ein, warte mal, du kriegst eigentlich die Sachen 1:1 wieder, wenn du dahin gehst. Aber find die Stelle jetzt mal. Und das ging mir alles so durch die Rübe gerade. Da waren die Gedanken wirklich weg. Da waren die Gedanken wirklich ganz, ganz woanders gerade. Aber ganz woanders waren die gerade. Also beim letzten Mal war es schon schlimm, aber ich hatte kurz das Gefühl, heute war es schlimmer. Eben auch wegen der Sachen, die wir dabei hatten. Dankeschön, wir sind wieder oben. So.
Tja, und wir sind, wenn ich mich richtig orientiere. Ah, wir sind hier, okay. Das heißt, wir müssen darüber. Oder? Nee, wir sind schon hier. Wir sind schon hier. Wir sind gar nicht so weit weg von unserem eigentlichen Eingang. Das ist jetzt das Gute dran. Wir sind gar nicht so weit weg von unserem eigentlichen Eingang. Das heißt, hier ist so ein bisschen noch. Und hier vorne müsste jetzt aber schon das Boot liegen. Wenn... Nanu? Ich bin doch hier an Land gegangen, oder? Ich habe Fragen. Da werden wir doch nicht die Schildkröten vom Strand geschubst haben, oder? Ne, dann wäre es ja noch im Wasser. Hä? Oder bin ich hier weiter vorne an Land gegangen? Ach, na klar, ich bin auf der falschen Insel. Von wegen, da drüben. Da sind wir ja an Land gegangen. Ach, na gut, da könnte ich mir jetzt zwar auch... ich habe gedacht, ich bin richtig, aber ich... Da drüben ist die, wo wir... an Land gegangen sind. Hier, das war die, wo wir beim ersten Mal stehen geblieben sind und gedacht haben, da finden wir was. Hier drüben ist das doch. Und da drüben ist auch unser Boot, ich sehe es. Ich habe es gesehen. Jetzt nur nicht nochmal hier in irgendeine Schlucht fallen, vor lauter Leichtsinn. Da wüsste ich zwar, wo ich bin, aber nochmal den Weg jetzt fahren, eher nicht. Mein Gott, könnt ihr froh sein, dass ich das gerade so ein bisschen noch einigermaßen mit Fassung trage hier. Ich hätte jetzt können, wie gesagt, auch die ganze Scheiße beenden und ihr hättet nie wieder eine Folge Minecraft von mir gesehen. Das hätte passieren können. So, was hauen wir denn jetzt hier vor Schreck weg? Ach, hier, Bruchtiefenschiefer, Scheiß drauf. Tja, und jetzt müssen wir trotzdem wieder zurückpaddeln. Naja, einmal noch. Aber dann kehre ich wirklich nie wieder dahin zurück. Nie wieder. Vielleicht in Folge 7605. Tch, scheiße, Leute, ey. Also uns heute 10 Folgen, 11 Folgen oder so. Sind uns heute durch die Lappen gegangen. Weil OBS wieder mal... nicht das gemacht hat, was es machen sollte, ja. Und dann gehe ich vor lauter Übermut, einfach weil ich sage, okay, passt auf, Leute, ich gehe da jetzt nochmal runter, damit ihr einfach mal seht, was ich so die ganze Zeit gemacht habe, um dieses Abenteuer-Feeling auch nochmal mitzuerleben, damit ich selber auch noch was davon habe. Ich meine, ich kann ja dadurch XP droppen, XP und so. Ich kann da Zeug sammeln und dann bin ich ganz zufällig, weil ich da diesen einen Eimer gefunden habe, drauf gekommen, warte mal. Da war da was mit den Axolotln. Dann war ich dem Ziel zum Greifen nah. Extra nochmal nachgelesen. Hab mir da unten noch eine Werkbank und einen Ofen hingezimmert, damit ich die scheiß Eimer herstellen kann. Hatte 3 Axolotl, wollte nach oben und sterbe. Ich sterbe einfach. Weißt du was? Ich glaube, mein Gehirn ist in 2 Teile zerfetzt worden in dem Moment. Ich wollte schreien, aber es ist auch schon hier irgendwie nachts um 2 oder so. Es, ja, es ist um 2. Ja, 2:03 Uhr, okay. So. Ich wollte schreien, ich wollte heulen, ich wollte alles zerkloppen. Ich wollte lachen über meine eigene Dummheit wieder mal, aber ich konnte nicht. Ich war einfach nur versteinert wieder mal. Ich war einfach mal wieder versteinert, kennt ihr ja. So, was sagt dann? Fahrt überspringen oder? Meine ich ja fast. Sind wir fast wieder an dem Punkt, wo wir vor uns angefangen haben, die zu überspringen, ne? Hier ist immer noch der Baum, was ihr damals nicht gesehen habt, wo ich mir die Werkbank draus gebaut habe, um die Lore herzustellen. Der löst sich hier gerade auf.
Oh Gott, ich überspringe das. Wir sehen uns gleich im Gebirge wieder.